Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Los, mach rein. Danke. Jo, da will ich mal sagen, wie gesagt, ein Auflieger zusammenschustern. Wobei wir ja eigentlich fast unseren Auflieger einfach übernehmen könnten und da einfach den umlackieren könnten. Beziehungsweise, wenn wir einen neuen Auflieger holen, einfach den als Vorlage nehmen. Also das geht ja dann doch relativ schnell, wenn ich einen Händler finde, da. Was gibt's denn hier so Schönes? Gar nichts, okay. So. Das ist ja auch geil. Wäre zwar zu unserem blauen LKW ein ganz schöner Kontrast, aber hey. So, ich nehme natürlich das Ding hier. Klaro. Gucken wir mal, ob es noch irgendwas gibt, was man hier ändern könnte, aber. Eben beim Auflieger kann man halt nicht wirklich was dazu. Könnte man höchstens gucken, ob man jetzt hier einen nimmt, der doch ein bisschen mehr. Na, wobei die sind alle weiß, ne? Ja. Das macht keinen Unterschied. Das würde ein bisschen mehr zum Blau passen. Ja, doch, genau. Dann nehmen wir mal den hier. Passt ein bisschen mehr zum Blau. Zumindest, also vor allen Dingen hier zu dem grauen Rahmen. Kaufen. So. Schieben wir den dann mit drin. Wie viele Auflieger haben wir jetzt überhaupt? Müssen wir eigentlich. Ah, stehen alle in Seattle. Außer die beiden Superlang-Dinger. Wobei, schon ehrlich gesagt, mit dem LKW. Tja, weiß gar nicht. Ah, gut. So viel haben wir da jetzt eigentlich gar nicht getunt, gell? Mal, ich gehe nochmal in die Konfiguration. Was mir zum Beispiel ein bisschen fehlt, ist noch so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, geil, Dinger, die jetzt voll Chrom, Bling, Bling und alles. Ich meine, gut, damit LED-Lichter, ja, und hier ein bisschen mehr, aber so viel getunt ist jetzt hier nicht wirklich, also. Hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Ja, Reifen gibt es auch keine neuen. Gibt es denn hier noch ein bisschen Bling, Bling? Ne. Ich würde sogar fast das hier nehmen. Passt besser. Es ist quasi Fahrerkabine komplett lackiert und alles, was da drunter ist, ist dann chrom. Das hier sieht mir schon ein bisschen too much. Höchstens vielleicht hiervon das Gegenteilige. Dass quasi das Ding hier lackiert ist und das da drunter denn silber ist. Aber genau das gibt es kurioserweise nicht. Also ne, doch hier oben. Aber den ohne Lämpchen. Also läuft das hier. Auf jeden Fall das hier. Das. Ja, noch mal ein bisschen Bling Bling dazu bekommen. Easy. Kann eigentlich hier irgendwas dazu? Da oben habe ich auch noch gar nicht geguckt. Wobei ich halt von diesen Sonnenblenden halt kein wirklicher Freund bin. That's not bad. Hier kommt auch nichts dazu. Okay. Noch nicht wirklich. Was fällt bewegendes? Dieses ist das gleiche, genau. Und da hinten ist halt das Ding. So.
Da waren wir schon drin, genau. Okidoki. Was ist das? Kabinentrim. Oh, okay. Oh, lassen wir das mal so. Easy. Was mich noch überlegen würde, ist, ob wir die Namensschilder übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Namensschilder hatten. Also bei dem rechten war Hatsune. Doch. Ja. Aber was auf der anderen Seite? Los, dreh dich. Ach, aber doch nicht so. Gibt es keine Ansicht vom LKW? Hallo? Ey, filterbetriebbare Ansicht. Oh nee, okay, von der Seite haben wir gar keinen. Na gut. Können wir das müssen sie übernehmen, wobei es noch nicht wirklich passt, weil bei dem anderen LKW, ne, da ist ja gar kein Bild von ihr. Gut, dann nehmen wir mal den anderen LKW und gehen mit dem auf eine Spritztour. Gucken wir mal, wie der sich so fährt. Einsteigen bitte. Das ist sicher, das ist eine Frage, genau. Mission haben wir gerade nicht. Schnieke. Ich würde gerne mal gucken. Okay, du die äußerste Lampe ist Blinker. Alles ist Fahrtlicht. Alles ist Bremslicht. Okay. Leider kann ich mit der Kamera nicht noch weiter runter, aber gut. Und wie sieht es hier vorne aus? Das wollen wir jetzt halt mal nachts probieren, ne? Haben wir so ein bisschen. Kann man das schon machen. Gut, dann schließen wir mal noch unseren Auflieger an. Nicht Händler, goddammit. Da. So. Das ist eine große Lücke. Alter. Also die Lücke habe ich mir definitiv kleiner vorgestellt. Ich dachte, der Auflieger geht bis hier vorne. Und nicht bis hier hinten gerade mal. Ich dachte gerade mal hier, das Business-Lücke. Aber nee, das ist doch wesentlich länger, die Lücke. Eieiei. Ei, ei. Das ist schon was. Weil ich sehe gerade, lol, ist mir noch nie aufgefallen, dass Auflieger gar keine Rückfahrlichter haben. Ist mir noch nie aufgefallen. Das war ehrlich, lol. Jetzt so LKW haben die Dinger zwar, aber Auflieger gar nicht. Net to know, I guess. Wo sie mit dem riesigen Gespann rauskommt. Achso, Spiegel müssen wir auch noch einstellen, ne? Na, ich glaube, sogar mit der Ente da vorne bin ich so im Alltag doch nicht so glücklich. Ich dachte schon ganz schön. Haben wir wohl eine Garage in der Nähe? Ja, glaube das hier. Oder ist das nur ein Händler? Ah, den müssen wir wahrscheinlich bis hier fahren. Genau. Denn das ist bloß ein, wo wir ein bisschen abholen können. Let's do this.
bist du denn hier? Right. Und dann turn right. Ist gerade zurückgefahren? Turn right. Für die Spiele einstellen. Die geht jetzt mal gar nicht. Motorhaube. Ja, dann machen wir links. So, links ist. Was suche ich gerade? Ach, da. Ah, ich glaube, ich hier an den Pipes komplett vorbei, weil die bringen mir eh nichts. So. Motorhaube links ist ganz nach außen. Ganz nach unten. Wobei, nee. Eigentlich brauchen die bloß auch so, dass die Pipe weg ist. Wer nach ganz unten kommt, ist ja hier der Weitwinkel links. Also der hier. Der kommt nach ganz unten, weil ich mit dem quasi die toten Blinkel überwachen möchte. Immer. So, Motorhaube rechts. So, dass die Pipe nicht mehr zu sehen ist. Das gleiche mit bei der Seite. Wieso kann ich Seite nicht für mich einstellen? Ach, Seite ist der hier fehlt. Beziehungsweise hier fehlt, da fehlt. Da haben wir gar nicht. Lol. Das ist der Seitenspiegel, genau, der kommt so. Weitwinkel rechts, kommt noch ganz rechts. Und noch ganz unten. Gut, das heißt, wir brauchen noch einen Seitenspiegel. Und vor allen Dingen, also ja, die, genau. Seitenspiegel und die Ente muss weg. Ich fahre hier ganz vorsichtig. Minimap auch nicht mit der Stelle überwuschig. Keep right and then turn right. Turn right. Safe and sound.
Zuallererst. Du. Weg mit dir. Und dann brauchen wir hier Seitenspiegel. Ha! Bestätigen. Yeah. Will ich jetzt wieder die Spiegel einstellen? Nö. Gut. Das heißt, wir brauchen bloß noch den Seite einstellen. Und der kommt so, dass man die Treppe gut sieht. So. Voilà. Also, nicht die Treppe selber, sondern den Bereich, wo man aussteigen würde. Yeah. Schnicko. Spaß hat nur gerade 400.000 Euro gekostet. Lol. Also, sarkastisch. 400.000 ist eine Menge. So, dann können wir eigentlich mal mit dem jetzt gucken, ob wir jetzt direkt mal eine Fracht nehmen. Von Seattle. 80.000. 120.000. Ganz ehrlich, warum nicht? Aber ich glaube, wir machen lieber nach da und dann von dort aus weiter. Bekommen wir immerhin fast anderthalbfache pro Strecke. Macht definitiv mehr Sinn. Ready to roll. Da schon wieder Verkehr? Mach mal. Turn left. Perfekt. So, jetzt wo wir offiziell wieder auf der Straße unterwegs sind, machen wir jetzt mal schön unsere On the Road Again Musik an. Verdammt laut vor. Schon was falsch eingestellt? Nö. Sehr lautes Lied. Schön, hier mit auf die Gleise stehen zu bleiben. Sehr geil. So, ach mal. Machen wir mal hin. Oh. Ja, hier rum, links oder rechts? Thank you.
es doch mal so rum, richtig? Ah, nee, ist genau falsch rum. Ach, leck mich doch. So. Gut, müssen wir noch einen ran hier. Ach nee, das war ja so ein Roundabout. Ah, okay, ich muss erstmal da und dann muss ich aber wirklich hier einfach um die obligaten Bomben fahren. Ich fahre nach links. Hier fahren die ganzen Container lang. Ja, und jetzt muss ich hier noch 180 Grad hoch. 180 Grad hoch. Hier, komm. Ich hätte natürlich auch hier rausgekommen, wäre auch gegangen. Aber. Hey, let's find a new route. Mega steht auf jeden Fall günstig da. Schauen wir noch ein bisschen. Von daher, bis dann.